Stirnbär, ihr kennt doch gar nicht schwimmen. Warum seid ihr denn nicht der Suffe auf der Weide wie ich von Hamburg nach New York? Schauen die beiden sich an und sagen, oi, der meine Güte, daran haben wir gar nicht gedenkt. Wir haben die ganze Zeit miteinander geplaudert. Nein, ich habe die Hände vergessen. So geht der Witz. Sag Veilchenduft, Rosenzweig, Güldenberg, ihr könnt doch gar nicht schwimmen. Warum seid ihr denn nicht ersoffen auf dem weiten Weg von Hamburg nach New York? Schauen die beiden sich an und sagen, ui, du meine Güte, daran haben wir gar nicht gedenkt. Wir haben die ganze Zeit miteinander geplaudert. Exzellenz! Darf ich auch im Namen der hier anwesenden Herren aus Handel und Industrie des Landes... Danke. Haben Sie Schokolade? Schokolade? Herr Doktor. Exzellenz, Marie. Exzellenz, das Beste vom Besten. Sonderkurier. Camille Bloch. Schokolade Surfin. Au Leid. Schweizerdeutsch, was? Jawohl, Exzellenz. Bloch? Kein Jude, will ich hoffen. Blocher? Nein, nein, Exzellenz. Exzellenz! Exzellenz, eine Frage. Werden Sie die Schweiz angreifen? Fröhlicher. Aber fröhlicher. Camille Bloch erinnert mich an Witz, mein Führer. So, schießen Sie los. Kommt ein jüdischer Rabbi in einen Schlachterladen, sieht er einen Schinken. So einen Schinken. Sagt der Rabbi zum Schlachter, na, dann geben Sie mir mal zwei Scheiben von dem Lachs. Sagt der Schlachter, ist kein Lachs, ist Schinken. Sagt der Rabbi, no, habe ich Sie um Ihre Meinung gefragt. Finden Sie das lustig? Ich dachte, der Jude Bloch, die Schokolade und Sie. Und woher kennen Sie Judenwitze? Ein Nationalsozialist und kennt Judenwitze. Camille Bloch, Schokolade Surfin, au Leid. Einmal lasse ich Ihnen das noch durchgehen, fröhlicher das nächste Mal. Nestle, Peter, Kaye, Cola. Wie eine faule Pflaume werde ich die Schweiz vom Baum meiner Siege schütteln. Das macht mir dann der Dietrich mit seinem Hund. Nach Feierabend. Was, Dietrich? Feierabend. Jetzt schon. Heil Hitler. Nestle, Peter, Cola. Und Keiler? Und Keiler. Keine Vollmilchnuss? Vollmilch mit Nuss? Sind die Baracken auch bestellt? Jawohl, mein Führer. Nehmen Sie eine mehr. Eine für sich. Eine mehr? Ja, dann weiß ich allerdings nicht, ob wir die Preise halten können. Glaubt ihr eigentlich, was ihr hier unterschrieben habt, ihr Arschlöcher? Ihr liefert und bezahlt! Idiotenbande! Vollmilch mit Nuss. Wo soll ich denn die hernehmen? Wir sind im Jahre 40, nicht 28.